Jetzt, der Laster ist hier. Wir fallen raus. Oh mein Gott. Die Cola. Nein. Chef fragt. Sag mal, Denno. Was ist denn eigentlich mit der Lieferung? Also, ich habe einen Hochsprung mit dem Cola-Laster gemacht. Mach mal ein trockenes, langweiliges Intro. Lol. Schreibt Darkroom. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von BMG Drive. Ich wünsche viel Spaß. Lasst ein Like da, ansonsten seid ihr voll doof. Wir machen jetzt Hochsprung und so weiter. Guckt einfach das Video zu Ende. Ich habe noch eine Reaktion hochgeladen. Auf meinen Zweitkanal. Vielen Dank. Moin Leute! Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Beam! Achtung, es wird jetzt richtig laut. Ja, Leute, wir spielen heute wieder BMG Drive und werden einen Hochsprung probieren. Wie ihr sehen könnt, Auto ist schon geparkt, da hinten wartet die Rampe. Leute, es gibt ja hier mega viele Dinge, also Weitsprung, Hochsprung, Rollover, Turmspringen. Wenn ihr mal Bock habt auf Bundesjugendspiele, dann schreibt's gerne in die Kommentare, Hashtag Bundesjugendspiele. Und ich mache hier mal so einen richtig fetten Contest zwischen vier Autos. Falls ihr Bock auf dieses Format habt, auf den Hochsprung jetzt, lasst auf jeden Fall ein Like da. Leute, ich verlinke meine Reaktion auf dem BMG-Video in den Kommentaren, ist auch noch in der Videobeschreibung. Checkt gerne nochmal meinen Zweitkanal aus. Ja, ich würde sagen, Digga, dann ziehen wir mal durch. Viel Spaß, Kuss geht raus und wir sehen uns drin. So, erstmal mit dem Apex ziehen wir eine Runde durch und wir fahren jetzt erstmal ganz geschmeidige Basis mit, yo, Alter, 280. Und das Teil blitzt hier richtig hoch. Komplett bis nach oben dran. Eieieiei. Okay, okay, okay. Motor läuft noch. Karre läuft auch noch, Leute. Guck mal hier. Ist doch alles toppi. Guck mal, das also so 2 km/h die Stunde, das wäre schon möglich. Ja, Leute, also Karre könnt ihr ganz gerne abholen. Ich sag mal so. Wenn ihr eben geliked habt, dann ist sie umsonst. Dann wollen wir mal gucken, was der Sportwagen hier so raushämmern kann. Aber der ist auch gar nicht mal so langsam. Hier nochmal richtig schön Stulle geben. 150. Okay, Alter, das Ding geht gut. Das Ding geht gut. Ich sag mal, 250 ist hier locker drin. Wir sind über 250. 270. Oh, Baby. Oh, oh, oh. Was ist da passiert? Alter Schwede. Okay, der Warnblinker ist an. Kein Problem. Das Dach hat ein kleines Upgrade bekommen. Ja, der Motor ist leider hin, ne? Also, ja, Wagen an sich geht ja noch. Fenster rausgenommen für Luftwiderstandsupgrade, Motorhaube leicht verzogen, Scheibe so ein bisschen zerkratzt. Aber Leute, alles in allem, ne? Ist das Ding doch noch komplett im Arsch. Yo, was ist denn er für ein Ding? Oh, Leute, guckt euch mal den Mega-Reifen an. Hinten übelst groß. Das Teil hat so einen richtig brutalen Drall. Wir lassen das Ding mal runterfahren. Ich gebe mal so ein bisschen mehr Stoff. Ja, es sieht wirklich wild aus. Ich glaube, das könnte hier sogar sich von der Bahn verabschieden. Wow! Okay, jetzt wird's heftig. Das Ding vorne schon mal komplett weggerippt. Jetzt aber hier der Drop nach unten. Und die Karre läuft noch weiter. Warte mal ganz kurz. Motor läuft noch. Alles lockeres Ding. Ja, moin. Hier extra mit dem Heuleffekt von der Ex-Freundin. Oh yeah, der gute alte Tasty Cola Truck, Leute. Ah ja, wer kennt ihn nicht? Den Anhänger, der da überall durchkommt. Na gut, Leute, also der hat letztes Mal im Skisprung ordentlich zerrissen. Jetzt ist halt die Frage, was der hier ausrichten kann. Über 200 wäre schon mal nicht schlecht. Wir gucken mal. Alter, das Ding hat ja richtig Geschwindigkeit jetzt. Wir gehen hoch und jetzt, der Laster ist hier. Wir fallen raus. Oh mein Gott. Die Cola. Nein.
Chef fragt. Sabadello, was ist denn eigentlich mit der Lieferung? Also, ich habe einen Hochsprung mit dem Cola-Laster gemacht. Die Lieferung ist leider verloren gegangen. Tut uns sehr leid. Ich habe mir ein Paket bestellt und fragt mich, wo das geblieben ist. Ihr fragt euch, wo eure Pakete immer bleiben. Das hier ist der UPD, der Paketdienstleister. Und ich sag euch mal, was da mit euren Paketen passiert. Oh, Baby, der hat doch richtig Bock jetzt. Und jetzt, mal gucken, was da so geht. Ei, das sieht ganz schlecht aus. Ah! Okay. Also an sich erstmal alles gut. Wagen fährt ja noch. Aber... Digga, hier waren ja gar keine Pakete drin. Kinder, es geht zur Schule. Ja, meine Freunde, auch mit dem Schulbus werden wir uns natürlich in den Hochsprung reinwagen. Kinder, schnallt euch bis einmal an. Okay, Leute, der Motor hat hier schon richtig gelitten, sehe ich gerade. Der reißt doch gleich wieder durch. Jetzt hoch, jetzt hoch. Vorsichtig hier mit der Kamera. Und der Schulbus, die Motorhaube hat sich hier kurz geöffnet. Der geht hier wieder runter und ja, sieht ja eigentlich noch ganz fresh aus. So geht das aber nicht. Meine sehr verehrten Schulkinder, wir fahren zur nächsten Station. Bitte einmal anschnallen. Machen sich keine Gedanken. Es wird nur einen leichten Sturz auf die Treppe erfordern. Bitte ruhig bleiben, denn der Bus wird danach wahrscheinlich nicht mehr so aussehen wie vorher. Und rein da in die Olga! Let's go, Alter, let's go! Okay, okay, okay. Ja, wir müssen aufpassen, dass der Motor jetzt nicht kaputt geht. Und, wow, Kinder! Kinder! Wow! Alter Schwede. Okay, der Bus kullert noch. Alles cool, der Motor ist noch da. Der Motor ist noch da. Kinder, ich hab das. Ich hab das. Okay. War hier. Da war das der Schulbus in den letzten Folgen aber auch immer überleben muss. Naja, ich hab da schon eine Idee. Ich will sehen, was mit dem Bus passiert und gib ihn rein, da Kinder! Wow, wow! Ja, so gefällt mir das schon viel besser, muss ich sagen. Und es geht mit dem Free Candy Vergewaltiger Bus runter und der letzte Sprung ist hier angesagt. Free Candy, mein Bester, Free Candy. Ich würde sagen, du machst das heute nicht mehr lange. Wir ziehen auch richtig durch. Der Motor, der zieht hier auch schon ordentlich. 250. Oha, das wird jetzt interessant. Das wird jetzt interessant. Der Free Candy Bus hier macht den Rückwärtssalto. Kommt über 70 Meter. Nicht schlecht. Und runter da. Ja, guck mal, Leute. Auch der Bus macht Faxen. Also ich sag mal so, ne? Wenn bei dir noch alles funktioniert, dann geht's halt nochmal rein. Und zwar in den ganz dicken. Ja, Leute, wir nehmen die Treppe als Abkürzung, ist doch klar. Und auch du musst dich einmal dem Ganzen hier stellen. So, okay, Tony Hawk Pro Skater, der Grind. Ah, ja, okay, der Grind, Leute. Der Grind. Yo! Karre läuft noch, Alter. Ihr wollt Kinder entführen? Ihr wollt, Süßigkeiten austeilen? Dann holt euch die Karre ab. Nein, ganz im Ernst, Alter, verpisst euch. Das war's mit einer weiteren Folge von BMG Drive. Falls ihr die Folge gefeiert habt, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schallert mal ein Abo raus. Checkt definitiv noch die Reaktion von BMG aus auf meinem Zweitkanal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Kuss geht raus. Denno out.